Lorsch, dass ich über Krankheiten rede. Ja. Und auch wiederum sehe ich es ja sehr häufig, die Frage, was ich sehr gern stelle bei den Klienten, die was zu mir kommen, ob ich mir Gedanken machen mag, wo einem die Krankheit sogar dienlich sein kann. Ja. Wo er vielleicht über die Krankheit sogar gewisse Vorteile hat, die was er als ein gesunder Mensch nicht haben darf. Das ist das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ja. Auf einmal kriegen sie Besuch, ja, was vielleicht als Gesunde nicht kriegen. Auf einmal wird einem vielleicht im Haus jetzt sogar geholfen, was normal nicht der Fall war. Und da mal dahinter schauen, und das ist meistens so, wenn man zu 5, 6, 7 Therapeuten oder Ärzten geht und die sagen alle, naja, laut Untersuchung können wir nichts feststellen, aber der Klient verspürt trotzdem den Schmerz, der ist ja real. Ja. Das ist ja das, was wir die Leute auch mitgeben wollen, ja, wo man Werkzeuge vielleicht zur Verfügung stellt, um genauer hinzusehen, dass man sagt, okay, von da kommt das her. Erfahrungsgemäß ist es ja bei mir auch so, wenn ich den Menschen nochmal darauf hindeute, wo kommt der Schmerz her, dann kann man zum größten Teil auch lösen. Ich glaube, das hast du in deiner Anfangszeit, wie soll man das sagen, der nicht sozialen, Des deines nicht sozialen, Rückzugs, des des Rückzugs, sozialen danke, Rückzugs, ja. des sozialen Rückzugs selber erlebt hast, wo dann gewisse Wehwehchen und ich glaube, auch Krankheiten entstanden sind. Ja, ich habe mich dann eben zurückgezogen und das ist auch entstanden aus einem Hinweis, den ich bekommen habe von meinem Körper. Denn ich habe angefangen, diese Forschung zu machen darüber, was ist meine Wahrheit, was bin ich ohne meine Programme, weil ich einen Vortrag gehört habe von einer Frau, die das erforscht hat. Und was sie erzählt hat, hat mich inspiriert. An dem Tag habe ich gesagt, das war im November 2011, da habe ich zu mir gesagt, das möchte ich auch herausfinden. Und habe angefangen, das zu erforschen, während ich mein Leben normal weitergeführt habe. Ich habe damals als Coach gearbeitet, habe Sitzungen gegeben, ich habe eine Beziehung gehabt, ich habe mich mit Freunden und Familie getroffen. Und nach etwa 3 Jahren hat mir der Körper aber signalisiert, dass du musst weiter marschieren, du musst weit tiefer eintauchen. Und ich habe damals erkannt, dass ich nicht genügend Erfahrungen gemacht habe, dass ich nicht tief genug gekommen bin. Und da hat mir mein Körper, eben die Frage, was sagt uns der Körper mit Schmerzen? Da hat mir mein Körper gesagt, hey, du musst tiefer eintauchen in dieses Thema. Wie hast du das für dich erkannt? Das ist ja Wie ich oft das so, erkannt habe, genau. ja. Es waren Schmerzen im rechten Kiefer. Ich habe plötzlich Schmerzen im Kiefer gehabt und der erste Gedanke war, ich gehe zum Zahnarzt. Der Zahnarzt hat sich's Reden wahrscheinlich angeschaut, hat, 99% genau, aller Menschen dazu. habe ich gedacht, Zähne haben was. Der Zahnarzt hat alles angeschaut, hat gesagt, nein, die Zähne sind in Ordnung. Dann bin ich zu einer Osteopathin, weil ich mir gedacht habe, das ist das Kiefergelenk. Und die hat auch gesagt, ja, das ist das Kiefergelenk, wir brauchen 4 Sitzungen. Und ich gehe zur ersten Sitzung hin und sie behandelt und der Schmerz war wie weggeblasen. Ja, schön, aber ich habe trotzdem alle 4 Sitzungen gemacht und war in der Zeit, in den 3 Wochen zwischen erster und vierter Sitzung komplett schmerzfrei. Und am Ende der vierten Sitzung, auf dem Weg zum Auto, also wirklich nur Minuten nach der Sitzung, hat der Schmerz wieder eingesetzt, so wie er war, bevor ich zur ersten Sitzung gegangen bin. Und das war für mich ein sehr deutlicher Hinweis darauf, dass mir der Körper etwas sagen wollte und ich habe das interpretiert als: Ich will nicht, dass du die Schmerzen unterdrückst oder verschiebst, ich will mit dir sprechen. Und da habe ich mich auf das Gespräch eingelassen und habe in den kommenden Wochen darauf einfach beobachtet, wie hängt der Schmerz mit meiner Lebenssituation zusammen? Was mache ich gerade? Und da habe ich erkannt, aha, da gibt es ein Verhalten von mir. Das hat damals zu tun gehabt mit meiner damaligen Beziehung. Da gibt es ein Verhalten in mir und wenn ich mich so verhalte, dann wird der Schmerz stärker. Und dann habe ich willentlich dieses Muster durchbrochen, habe angefangen, mich anders zu verhalten und dann hat der Schmerz aufgehört. Das ist genau das, was ich auch sage. Das ist ja, wenn ich halt 3, 4 Mal zum Therapeuten gehe und der Schmerz ist immer wiederkehrend, na, dann hat man nicht tief genug graben. Richtig. Und natürlich gibt es jetzt körperliche Schmerzen, die aufgrund von einem Unfall passiert sind. Und da würde man jetzt, natürlich kann man da auch noch hergehen und sagen, passiert nicht auch ohne Grund. Ja. Genau. Aber das wäre jetzt nur einmal zu tief.
möchte es ja im Vortrag genauso, beziehungsweise in dem Tagesseminar genauso auch kommunizieren, dass man einfach die bleibenden Schmerzen, die was man permanent hat, wo man ja aus ärztlicher Sicht gesund ist, dass man da einmal ein bisschen dahinter schaut, wo kommt denn das herkommen.